Erinnerst du dich daran, was die Knospe gesagt hat? Sie hat dir vorgeworfen, du hättest mich aufgeweckt. Ich habe jetzt keinen Zweifel mehr. Es kann nur die Knospe gewesen sein, die uns hat einschlafen lassen. Wieso hat sie das getan? Schon wieder. Ich habe euch reden hören, musst du wissen. Dich und diesen blöden Bären. Ihr wollt, dass ich dieses idiotische Ritual über mich ergehen lasse? Niemals! Ihr macht mir keine Angst. Das kannst du den Hütern gerne ausrichten. Das lasse ich nicht mit mir machen. Ihr habt kein Recht mehr vorzuschreiben, was ich machen soll, was ich werden muss. Dazu habt ihr überhaupt kein Recht. Hast du immer noch nicht verstanden, was die Hüter mit dir anstellen, wenn du ihnen nicht mehr nützlich bist? Sie werden dich vergessen. Und ihre Versprechen werden sie niemals einhalten. Alles Lügner. Sie lassen dich glauben, dass sie weise sind. Dabei sind sie verrückt. Sie behaupten, sie wären deine Freunde. Dabei wollen sie nur eins, dass du verschwindest. Sie werden dir genau das Gleiche antun, was sie mit mir machen wollten. Zu? Es ist noch nicht zu spät, das Richtige zu tun. Hör auf! Hör auf! Du bist keinen Deut besser als sie. Knospe, hör mir zu. Du täuschst dich, was unsere Absichten angeht. Ich will nur, dass ihr mich in Ruhe lasst. Mich und meine Schätze. Öffne die Augen, Knospe. Du bist nicht von Schätzen umgeben, sondern nur von deinen Ängsten. Ist ja gut, das habe ich schon 100 Mal gehört. Spar dir deine Lektionen für jemand anderen. Thank you.
hört mir einfach nicht zu. Es tut mir leid, dass ich dir dies aufbürde, Fuchs. Aber du musst die Knospe überzeugen, ins Heiligtum zurückzukehren. Wenn du sie von ihrer letzten Angst befreist, nimmt sie vielleicht endlich wieder Vernunft an. Vier Altäre, vier Hüter. Das Heiligtum ruft uns zu sich. Ich bin noch viel zu schwach, um diese Aufgabe ganz allein zu bewältigen. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Hey, hörst du mir zu? Wenn du weiterhin so viel schläfst, wirst du dich eines Tages in deinen Träumen verlieren und niemals wieder erwachen. Was machst du denn für ein Gesicht? Stimmt etwas nicht? Es ist nur, ich habe einen Geist im Heiligtum gesehen. Na und? Hast du jetzt Angst vor Geistern? Nein, das nicht, aber wenn einer von ihnen eine Knospe wird, muss ich ihm dann meinen Platz überlassen? Muss ich dann unter den Stein zurückkehren? Ich glaube, du stellst dir zu viele Fragen. Hey, mach dich nicht über mich lustig. Erklär es mir lieber. Entschuldigung, aber ich habe es dir schon mehrmals erklärt. Schon vergessen? Es kann immer nur eine Knospe existieren. Und ist eine Knospe auserwählt, lässt sich das Ganze nicht rückgängig machen. Bist du dir da auch wirklich ganz sicher? Wenn ich's dir doch sage. Ja, das sagst du ja nur, um mich zu beruhigen. Nerve ich dich vielleicht mit all meinen Fragen? Überhaupt nicht. Dafür bin ich doch da. Wenn du dir selbst nicht vertraust, wie kannst du da anderen vertrauen? Versprichst du mir, es zu versuchen? Einverstanden. Ich versprech's.
Thank you.